Es war schon eine richtige Rakete, das Senftenberger Hafenfest am 13. und 14. August. Volle Kraft voraus, das war die Devise und die Bilder sprechen für sich. Schlemmermeile, Bootfahren, Musik, Spaß, Händler treiben und Fahrgastgeschäfte, das hatte es in sich. Und die Trasse ist gar nicht mal so schlecht. Das war beim ersten Mal, war das ganz schön schnell und beim zweiten Mal war es gar nichts. Bist du damit schon gefahren? Nee, noch nicht. Möchte ich aber noch machen. Aber wir sind schon gefahren. Und, wie war's? Es ist ganz schön krass. Also das war wirklich ganz schön krass. Und ich mache ja eigentlich alles mit, aber das war wirklich... Ich musste mitkommen. Aha, du hattest Angst? Nein, also ich saß ja neben ihr und sie hat sich zu Tode geschrien. Ich habe manchmal mitgeschrien, aber ich hatte nicht so dolle Angst. Aber es war doch schon ganz schön heftig. Das muss man echt sagen. Willst du jetzt immer noch fahren? Vielleicht. Einfach die gute Atmosphäre genießen, die vielen gut gelaunten Menschen. Da kann man schon zum Wiederholungstäter werden. Ich sehe gerade, Sie haben hier richtiges Käppi auf. Ist das cool? Das ist von 2018, wo wir zum ersten Mal hier waren. Ja. Und seitdem kommen wir jedes Jahr. Trubel ohne Ende und dennoch gab es sie, die ruhigeren Plätzchen. »30.000 Besucher, das knüpft an die Hafenfeste vor Corona an. Und wie immer sind es die Sachsen, die besonders gerne nach Senftenberg kommen.« »Senftenberger Hafenfest, oh, wir wollen mal wissen, Gott, wie es Ihnen gefällt.« »Bis jetzt ganz gut, aber wir sind erst angekommen. Wir sind aus Sachsen.« Auf der Hauptbühne ist die RBB-Sommertour in vollem Gange und ein wirklicher Publikumsmagnet. So viele große Stars wie noch nie sind dabei. Eloy de Jong und Patricia Kelly sind nur zwei. Zu sehen ist die Antenne-Sommertour vom Hafenfest übrigens am 19. August ab 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen. Der Star of Berlin war auch der Star beim Hafenfest und ließ aus 33 Metern Höhe ganz besondere Ausblicke zu. Riesenrad beim Hafenfest. Wie war es denn? Sehr schön. Gute Aussicht, einwandfrei. Sehr schön. Ja, wir kommen aus Dresden und haben das unterwegs im Radio gehört und haben hier einfach mal Halt gemacht. Es hat sich wirklich mehr als gelohnt. War ganz, ganz toll. Zufrieden ist auch die Veranstaltungsagentur um Veranstaltungsmanagerin Katja Hubatsch. Ein gelungenes Fest ohne nennenswerte Vorkommnisse, so das Fazit. Und der absolute Höhepunkt, das Höhenfeuerwerk am Samstagabend, konnte dann auch stattfinden. Bis kurz vor Beginn des Hafenfestes war nämlich unklar, ob es nicht wegen der hohen Brandgefahr abgesagt werden müsse. Eine Zitterpartie, die dank eines erweiterten Sicherheitskonzeptes dann doch ein gutes und wunderschönes Ende nahm.